In diesem Video geht es um die besten Plattenspieler. Der Qualitätssieger in unserem Plattenspielertest geht an den Torrens TD-402. Mit dem neuen TD-402 präsentiert Torrens zum ersten Mal einen hervorragend ausgestatteten direktgetriebenen Plattenspieler mit Endabschaltung. Die hochwertige Optik des TD-402 wird durch die aus massivem MDF gefertigten Zarge, die in Hochglanz-Schwarz und in Hochglanz-Nussbaum verfügbar ist, und einer Deckplatte aus gebürstetem Aluminium unterstrichen. Die dämpfenden Füße sind schwarz-silber. Vom Design an die berühmten Serien der Vergangenheit angelehnt, ist der TD-402 eine komplette Neukonstruktion. Neben dem Direktantrieb bringt der TD-402 eine Autostart- und Autostopp-Funktion mit sich. Dadurch können Sie auch mal die Platte vergessen und der Plattenspieler schaltet sich automatisch am Ende des Hörgenuss von alleine ab. Zudem ist der TD-402 mit bedämpften, ultraresonanzarmen Teller, den neuen Tonarm TP-72 mit Carbonrohr und einer wechselbaren Headshell ausgestattet. Der Torrens TD-402 schließt sich an die vor kurzem vorgestellten riemengetriebenen Modelle TD-201 und TD-202 an und rundet das Angebot an gut ausgestatteten, hochwertigen Plattenspielern, mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, nach oben hin ab. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Dual DT-500. Mit diesem Dual-Plattenspieler können Sie Ihre alten und neuen Schallplatten in gewohnter Qualität genießen und über den integrierten USB-Anschluss digitalisieren. Die Software für Mac und PC zum Digitalisieren liegt dem Lieferumfang bei. Somit können Sie Ihre Lieblingsmusik von der Schallplatte direkt auf Ihren PC oder Mac übertragen. Der Dual DT-500 USB verfügt neben einem gerade gewichtsbalancierten Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft auch über einen gedämpften Tonarmlift. Die Anti-Skating-Einstellung kann direkt auf der Oberseite des Dual DT-500 USB durchgeführt werden. Darüber hinaus verfügt der Schallplattenspieler über einen integrierten abschaltbaren Endzerra-Vorverstärker und kann daher sowohl an einen Phono-Eingang als auch an einen Audio-Eingang angeschlossen werden. Der Aluminium-Plattenteller mit Riemenantrieb wird mit einem DC-Gleichstrommotor betrieben. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Plattenspieler-Test ist der One-by-One-Plattenspieler. Audio-Technica AD3600 ist werkseitig vormontiert und ausgerichtet, mit einem eingebauten Verstärker zur Stabilisierung aller Audiodaten. Unverzichtbar für alle klassischen Plattenspieler, übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren analogen Sound mit einstellbarem Gegengewicht und Anti-Skating-System. Mit diesen Mechanismen werden Kratzer auf dem Vinyl vermieden, indem sichergestellt wird, dass der Stift perfekt auf der Platte sitzt. Dies garantiert Klarheit bei musikalischen Spitzen und sorgt für Rausch- und Verzerrungsfreiheit. Der Plattenspieler verfügt über einen Endzerra-Vorverstärker, kann sowohl an einen Phono-Eingang als auch AUX-Eingang angeschlossen werden. Dank der Bluetooth-Funktion kann man Musik von all bevorzugten Geräten über den Plattenspielers abspielen, beispielsweise iPhones, Android-Smartphones, Tablet und Computer. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.